Am Telefon bin ich verbunden mit Karl-Heinz Delvo von dem Leica Verlag aus Hamburg. Ihr bringt die Bibliothek des Widerstands heraus und wir wollen jetzt speziell über den Band 8 sprechen, Dass du schweigst, zwei Tage unter der Folter. Zwei Filme über sogenannte verschwundene Deutsche in Argentinien. Es geht um die späten 70er Jahre Argentinien zur Zeit der Militärjunta. Vielleicht schilderst du erstmal die zwei DVDs, die beiden Filme und deren Bedeutung. Also sind nicht ganz die späten 70er Jahre, sondern sind Mitte der 70er Jahre. Der Putsch in Argentinien war 1976 und die Militärdiktatur hat bis zum Falklandkrieg 1982 gehalten. Auf der diesjährigen Buchmesse ist Argentinien Gastland gewesen und da haben sich viele Verlage mit dem Thema Argentinien beschäftigt und wir in unserer Reihe Bibliothek des Widerstands ebenso. Und unsere Reihe basiert ja darauf, dass wir jeweils ein Buch machen zu einem Thema und in diesem Buch sind auf der Innenrückseite einer, zwei, manchmal auch drei Filme auf einer DVD beigelegt. Und wir haben hier zu Argentinien zwei Filme und der eine Film heißt Dass du schweigst, zwei Tage unter der Folter über die ermordete Elisabeth Käsemann und Todesursache Schweigen über den ermordeten Klaus Zieschank. Die Reihenfolge müsste man eigentlich umgekehrt nehmen. Zuerst ist Klaus Zieschank in Argentinien verschwunden, ein Jahr später Elisabeth Käsemann. Beide wurden von den Militärs ermordet. Klaus Zieschank wurde aus einem Hubschrauber ins Meer geworfen, aber die Strömung hat die Leiche ans Land gespielt. Dort wurde er anonym begraben und 1985 wurde die Leiche in einem anonymen Grab gefunden. Elisabeth Käsemann wurde von den Militärs von hinten erschossen und dann hat man das versucht als Teil eines Feuergefechtes darzustellen. Nun könnte man sagen, das gibt es viel in Diktaturen und wo ist jetzt das Besondere an dieser Geschichte? Wir haben in Argentinien insgesamt 30.000, das sind die offiziellen Zahlen, 30.000 Verschwundene, das heißt ermordete Linke und Leute, die man für Linke hieß. Darunter waren circa 100 Deutsche und Deutschstämmige. Elisabeth Käsemann ist 1968, nachdem sie zuvor mit Rudi Dutschke in Prag war und sich den Prager Frühling angeschaut hat, nach Argentinien gegangen. Die Gründe sind mir nicht bekannt, aber sie wollte sich den Kontinent anschauen und ist dort geblieben. Nicht? Ist dort einfach als Linke aktiv gewesen und wurde dann, wie gesagt, 1977 verhaftet und umgebracht. Klaus Zieschank ebenso. Von beiden, nicht? Beide sind wochenlang in Militärhaft gewesen und sind gefoltert worden, bevor sie umgebracht worden sind. Und über die Haft von beiden war die deutsche Bundesregierung unter Helmut Schmidt und Hans-Dietrich Genscher sehr wohl informiert. Und was haben sie gemacht? Sie haben nichts gemacht. Das muss man einfach so sagen. Es gibt zwei oder drei kleine Alibi-Aktionen, die sie gemacht haben, aber in Wirklichkeit haben sie nichts gemacht. Die Mutter von Klaus Zieschank ist nach Deutschland gekommen, hat in Bonn einen Hungerstreik gemacht aus Verzweiflung darüber, dass Genscher nicht nur nichts getan hat, sondern obwohl sie wussten, dass Klaus Zieschank verhaftet worden ist, hat das Auswärtige Amt unter dem Staatssekretär Karl Mörsch und und unter dem aalglatten Donani Gerüchte gestreut, dass möglicherweise der Zieschank gar nicht verhaftet ist, sondern mit einer Untergrundgruppe unterwegs ist und die Militärs, die sind glaubhaft und die wissen nichts über seinen Verbleib und etwas Ähnliches hat sich ein Jahr später bei Elisabeth Käsemann verhalten. Für mich ist diese Geschichte so oder für uns vom Verlag vielleicht auch deswegen so bedeutsam. Wir haben vor
wenigen Wochen die Veröffentlichung des Historikerberichtes erlebt über die Geschichte des deutschen Auswärtigen Amts im Nationalsozialismus. Nicht? Da hat ja Genscher vor vielen Jahren noch gesagt, eine Besonderheit des deutschen Auswärtigen Amts war, dass es keine Stütze war und hinhaltenden Widerstand die meisten geleistet haben. Und diese Historikerkommission findet natürlich das Gegenteil heraus, dass sie eine der zentralen ideologischen und organisatorischen Stützen des Nazi-Regimes waren und dass sie aktiv beteiligt waren an der Organisierung der Judenvernichtung. Das kann 2010 berichtet werden, genauso wie im Jahre 2001 das Bundeskriminalamt einen Bericht über seine Gründer veröffentlichen kann, die durchweg nicht nur bis zu den Knien, sondern eigentlich bis zum Oberkörper im Blut standen, die aus den Sondereinsatzkommandos in der Sowjetunion in der Ukraine waren, die Judenvernichtung, Partisanenvernichtung und sonst was für an Verbrechen beteiligt waren. Und die haben die sind in den 50er Jahren in diese Behörden untergekommen und haben die institutionelle Politik dieser Behörden über Jahrzehnte hinweg geprägt. Ich habe daraus einfach schon vor langer Zeit mal den Schluss gezogen, Geschichtsaufklärung kann in der Bundesrepublik dann gemacht werden, wenn es definitiv nichts mehr kostet. Wenn die Täter tot sind, dann kommt irgendjemand an und sagt, jetzt können wir darüber berichten. Dann ist es folgenlos, nicht? Dann ist es nur noch Vergangenheit und dann kann man sagen, das hat mit heute rein gar nichts mehr zu tun. Und deswegen war mir unser Buch Band 8 der Bibliothek des Widerstands so wichtig, weil ich einfach sage, an dieser Ermordung waren auch nicht nur im moralischen, sondern auch im verschleiernden Sinn ist die deutsche Bundesregierung, ist Herr Genscher, ist der Donani, ist der Karl Mörsch beteiligt gewesen und das sind Leute, da leben die Täter einfach noch nicht. Und deswegen meine ich, dass man da besonders darauf hinweisen muss und dass das doch verdienstvoll wäre, wenn man sich heute mit diesen Geschichten beschäftigt und nicht erst wartet, bis Genscher und die anderen alle tot sind. Und dann kann man ankommen und kann dann einen Artikel schreiben und sagen, oh, um Gottes Willen, sie waren die Verbündeten der Militärdiktatur. Der Massenmörder in Argentinien, der General Massera, nicht, das ist einfach nur ein Beispiel, ich kann das ganze Buch ja leider nicht wiedergeben, jetzt die Zeit fehlt dazu. Dieser Massenmörder Massera war ein guter Freund des deutschen Botschafters Kastel und hat mit Kastel regelmäßig Tennis gespielt und hatte Kastel, das ist so typisch für diese ganze Geschichte, schon im Februar von der Absicht des Putsches unterrichtet. Und was macht Herr Kastel, was macht das Auswärtige Amt, der Vertreter des Auswärtigen Amtes? Er sagt, Herr General, machen Sie es nicht so wie in Chile, das sieht alles so unanständig aus, nicht diese großen Fußballstadien und die Hinrichtung und diese ganzen Sachen. Machen Sie ordentliche Standgerichte, nicht? Das ist so das, was Sie aus dem Nazireich noch gewusst haben. Machen Sie ordentliche Standgerichte, das verstehen dann Ihre Freunde und Ihre Verbündete und die Öffentlichkeit. Also an diesem Beispiel, da konnte man schon sehen, also die Funktion der Bundesregierung, des Auswärtigen Amtes, in Bezug auf diese wirklich mitunter blutrünstigste Militärdiktatur in Argentinien ist eine beratende gewesen, nicht? Und Ergebnis dieser ganzen Sache ist zum einen, dass der Bundesregierung es nicht gelungen ist, und ich sage, sie hat es nicht gewollt, auch nur einen einzigen ihrer deutschen oder deutschstämmigen Staatsangehörige zu retten, während allen anderen Länder, die Amerikaner, die Engländer, die Holländer, die Franzosen, die haben ihre Leute rausgeholt, indem sie einfach bei der Diktatur Druck gemacht haben, haben gesagt, wir wissen, ihr habt den oder ihr habt diejenige und die wollen wir zurückhaben. Und die haben einen Teil ihrer Leute gerettet. Die Bundesregierung hat keinen einzigen
gerettet. Nicht einen einzigen während dieser gesamten Zeit der Militärdiktatur. Und dann stehe ich davor und ich lese das so heute dann hier mit dem Auswärtigen Amt und sehe, sie sind an der Judenvernichtung beteiligt gewesen, was man ja irgendwie die ganze Zeit schon immer wusste, dass diese Eliten bis zum Hals im Dreck damals gesteckt haben. Sondern dann muss man ja heute auch noch feststellen, viele Juden sind in den 30er Jahren nach Argentinien geflüchtet und viele von denen,